Solana ist aktuell das am schnellsten wachsende Krypto-Ökosystem. Jetzt brandaktuell. Brave wird die Solana-Blockchain in den Brave-Webbrowser integrieren. Brandon Eich, CEO und Mitbegründer von Brave und Bat, und Anatoly Jakavenko, CEO und Gründer von Solana Labs, haben diese Neuigkeit gestern in Lissabon auf der Breakpoint-Konferenz von Solana angekündigt. Was diese neue Partnerschaft bedeutet und welche Auswirkungen sie auf Solana haben wird, schauen wir uns heute an. Hier bei Think It Crypto findest du fast täglich 3-Minuten-Videos rund um das Thema Kryptowährungen. Seriös recherchiert, kurz und auf den Punkt. Alles, was du in diesem volatilen Markt wissen musst, in nur 180 Sekunden. Ganz wichtig, finanzielle Beratung findest du hier jedoch keine. Vorab, falls du mit Solana noch nicht wirklich vertraut bist, oben in der Infokarte findest du den Link zu meiner kompletten Solana-Analyse, in der ich dir alles erzähle, was du über das Krypto-Projekt wissen musst. Brave, der datenschutzorientierte Webbrowser, der in seinen Standardeinstellungen automatisch Online-Werbung und Website-Tracker blockiert, hat sich nun mit Solana zusammengetan, um die Solana-Blockchain in das Brave-Ökosystem zu integrieren und sie dort zum Standard-Blockchain- und D-App-Anbieter zu machen. Die Partnerschaft wird die erstklassigen Wallet-Funktionen aus der zudem unglaublich kostengünstigen, schnellen und sicheren Solana-Blockchain in Braves Web3-Browser bringen. Diese Integration wird aber eigentlich so ziemlich das gesamte Spektrum der Solana-Funktionen ermöglichen. Einschließlich eines nativen Solana-DEX-Aggregators für Swaps, also Swaps innerhalb des Solana-Netzwerks, NFT-Support, das Senden von gerappten SPL-Token, also Token mit dem Solana-Program-Library-Standard, ähnlich wie es bei Ethereum ERC-20 gibt, sowie die Kontoerstellung. Und all das soll bereits im ersten Halbjahr 2022 stattfinden. Das heißt, 42 Millionen monatlich aktive Brave-Nutzer und 1,3 Millionen verifizierte Entwickler erhalten standardmäßig Zugang zum Solana-Ökosystem. Brandon Eich, der CEO und Mitbegründer von Brave und auch BAT, also dem Basic Attention Token, sagte Folgendes über die Partnerschaft. Diese Integration wird nahtlos den Weg für die nächste Milliarde Kryptonutzer ebnen, um Anwendungen und Token zu nutzen. Man kann sich darum streiten, ob das vielleicht doch etwas überspitzt ist, aber nichtsdestotrotz ist die Zusammenarbeit mit Brave eine massive Partnerschaft, die den Preis des Sol Token mit Sicherheit um einiges beflügeln wird, da Solana eben über die Brave-Plattform eine Menge neue Investoren und Nutzer bekommen wird. Darüber hinaus wird Solana auch das Themis-Protokoll implementieren, das von Brave im Solana-Netzwerk entwickelt wurde und ein wichtiger Meilenstein in der BAT 2.0 Roadmap ist. Eine native Layer-2-Plattform, die kollateralisierte Kreditvergabe von NFTs durch historische NFT-Transaktionsdaten ermöglicht. Solana wird aber auch in Anführungsstrichen Entwickler ermutigen, BAT innerhalb ihrer D-Apps zu fördern, die sich auf Solana und im Solana-Netzwerk allgemein befinden. Und der BAT-Token hat bereits jetzt durch diese News einen ziemlich starken Pump erlebt. Brave erwähnte auch, dass sie Ethereum weiterhin unterstützen werden, wobei die Unterstützung für zusätzliche Blockchains innerhalb des Brave-Browsers, ich zitiere, im Laufe der Zeit eingeführt werden soll. Dieser ganze Zusammenschluss von Brave und Solana ist, wie ich finde, eine wirklich große Sache. Und ich glaube, dass sowohl Brave, Solana als auch der Basic Attention Token davon im großen Stile profitieren werden. Es ist aber zudem auch für den allgemeinen Kryptomarkt vorteilhaft. Solana ist nämlich eine Blockchain, die jeder benutzen kann. Sie ist schnell, sicher und vor allem kostet eine Blockchain-Transaktion gerade mal zwischen 0,001 und 0,002 US-Dollar. Und da Brave, wie bereits erwähnt, ca. 42 Millionen monatlich aktive Nutzer hat, wo viele bestimmt noch nicht Teil des Krypto-Ökosystems sind, wird das ebenso ein wichtiger Treiber für die Mainstream-Krypto- und DeFi-Akzeptanz sein. Falls du dir jetzt noch den offiziellen Artikel von Brave bezüglich dieser Partnerschaft durchlesen möchtest, findest du den Link dorthin unten in der Videobeschreibung. So, das war's dann aber auch schon mit den heutigen News. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann bitte ich dich einfach darum, meinen Kanal einmal zu abonnieren. Ich freue mich und du verpasst in Zukunft keine Videos mehr. Im Abspann findest du noch den Weg zu weiteren spannenden 3-Minuten-Krypto-Videos und dann würde ich aber sagen, sehen wir uns morgen wieder.